Rund 800.000 Menschen, das sind in etwa so viele wie in Frankfurt und Offenbach zusammenleben, nehmen sich Jahr für Jahr weltweit das Leben. Eine gigantische Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten Selbstmorde hätten verhindert werden können, wenn die Betroffenen nur rechtzeitig Hilfe erhalten hätten. Denn fast alle Selbstmordversuche sind eigentlich eher versteckte Hilferufe. Und Selbstmordgedanken stehen fast immer im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen, vor allem mit Depressionen. Das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention bietet selbstmordgefährdeten Menschen und ihren Angehörigen Unterstützung. Es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten, so vielfältig die Menschen auch sind. Grundsätzlich ist es wichtig, erstmal mit so ein paar Vorurteilen auszuräumen, zum Beispiel, dass Menschen schuld daran seien, ja, und es nicht anders verdient hätten, sondern Suizide passieren in der Mehrzahl der Fälle einfach, weil sich jemand in einer ganz existenziellen Krise befindet und einfach nicht mehr aus dieser Ausweglosigkeit selber herauskommt. Und da ist es wichtig zu zeigen, es gibt Hilfen, frühzeitig zu informieren und eben auch die Menschen, die um diesen potenziell suizidalen Menschen herum sind, zu sensibilisieren und darauf hinzuweisen, wie spreche ich die Person an, wo kann ich Hilfen bekommen, weil die Mehrzahl der Menschen, die Suizidgedanken haben, am Schluss dann auch froh sind, wenn sie diese Hilfen eben angeboten bekommen haben. Insgesamt engagieren sich mehr als 30 verschiedene Institutionen im Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention. Sie alle wollen einen Teil dazu beitragen, das Thema Selbstmord in der Gesellschaft zu enttabuisieren, damit Betroffene und ihre Angehörigen künftig schneller und gezielter Hilfe erhalten können.